Ich habe mich beim EBZ Klimacamp beworben, weil mein Arbeitgeber hat mir das vorgeschlagen, hat mir gezeigt, dass es angeboten wird. Ich habe mir das dann angeschaut und ich finde generell Nachhaltigkeit in Bezug aufs Klima zu nehmen, ist eine vernünftige Sache, gerade in der aktuellen Zeit. Und die Programmpunkte sahen sehr interessant aus und gerade in Bezug auf das Klima, in Bezug auf die aktuelle Zeit ist das, glaube ich, eine sehr vernünftige Sache und darüber mehr Erfahrung anzusammeln, mehr Wissen anzusammeln, ist sehr vernünftig. Am Ende des Klimacamps nehme ich auf jeden Fall mit. Viele Erfahrungen, viele neue Leute kennengelernt, viele Leute aus dem Bereich Klima, aber auch von anderen Wohnungsunternehmen, wo man bei verschiedenen Workshops oder auch Exkursionen gesehen hat, okay, wie setzen die das Ganze um, wie versuchen die, die aktuellen Ziele aus der Politik zu verfolgen, inwieweit sind die umsetzbar. Wir hatten eine Podiumsdiskussionsrunde mit verschiedenen Leuten, auch unter anderem vom Mieterschutzbund, wo selber auch Fragen von unserer Seite aus gestellt worden durften, wo dann auf unsere Fragen eingegangen worden sind. Man hat uns neuere Heizmethoden beigebracht, wir haben gelernt, wie Wärmepumpen funktionieren, warum es schwierig ist, das überall umzusetzen mit den Wärmepumpen, wie schwierig es ist, die aktuellen Ziele von der Politik umzusetzen und vielleicht auch ein Stück weit unmöglich, aber wie jeder seinen Teil tut, um diese Ziele zu erreichen und um am Ende dahin zu kommen, wo wir alle hinwollen.